Immer wieder bezeichnen sich wiedergeborene Christen als Königskinder, also als Kinder des Königs Jesu. Ist das eigentlich biblisch korrekt? Erstens, Jesus Christus ist König. Er hat das Königsamt inne und er wird auch als König der Könige genannt. Aber zweitens, er ist König insbesondere für das irdische Volk Israel und nicht für die christliche Gemeinde. Er ist nicht König der Ekklesia, sondern König der Juden und damit ist er der rechtmäßige Thronfolger Davids und er wird seine Königsherrschaft äußerlich sichtbar im tausendjährigen Reich ausüben als König des Volkes Israel über alle Völker und Menschen. Er ist aber nicht der König der Ekklesia. Drittens, die wiedergeborenen Christen sind nicht Kinder Christi oder Kinder Jesu, sondern explizit Kinder Gottes. Gott ist ihr Vater, das ist die innigste Beziehung, die ein Mensch zu Gott haben kann. Die Beziehung eines Christen zu Jesu ist nicht eine König- und untergebenen Beziehung, sondern er ist unser Herr und wir sind seine Jünger, seine Nachfolger. Und natürlich ist er unser Heiland, unser Retter, aber er ist nicht explizit unser König. Also die Bezeichnung ist vielleicht nett und herzlich gemeint, aber sie ist in allerletzter Konsequenz nicht ganz bibelkonform.